liebe Filmfreunde, hier ist euer VHS80 mit dem weiteren Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich habe euch ja gerade eben das Mediabook von Dawn of the Dead vorgestellt, nämlich das hier. Ja, ich verrate es euch in diesem Video nicht, das ist ein Überraschungs-Mediabook. Also, wer jetzt wissen möchte, was ich für ein Mediabook ich mir geholt habe von Dawn of the Dead, der guckt einfach mal das Video dazu an und wird auf jeden Fall auch komplett ausführlich besprochen, was ich von der Veröffentlichung von Dawn of the Dead halte und auch wie die 4K-Abtastung ist, was es noch für Spezialitäten noch gibt von diesem Film, von Kochfilms. Also hier einfach mal dranbleiben und einfach mal draufklicken. Geht ein bisschen länger, dafür auch ein bisschen mehr Informationen über den Film und auch über die verschiedenen Editionen von Dawn of the Dead. Und jetzt auch gestern rausgekommen, am 17.12., das nächste Mediabook von Kochfilms, und zwar The Needful Things in einer kleinen Stadt, auch in diesem schönen G2-Größe. Und ich hatte diesen Film schon längere Zeit und von einem Label, was ich wirklich nicht unterstützen mehr möchte und auch am liebsten alles weg von ihnen haben möchte. Und zwar Inkjet Pictures Needful Things in diesem schönen Motiv. Und wir haben hier eben die Kinofassung enthalten mit einer Laufzeit von 121 Minuten. Und jetzt kommt noch die Frage auf, warum holst du diesen Film jetzt nochmal? Ja, ein Kaufgrund von dieser Version ist ja wirklich die TV-Fassung, die hier wohl als DVD beiliegt. Denn die TV-Fassung geht 3 Stunden und ich mag einfach gerne die Langfassung, würde ich gerne mal sehen. Ja, wie gesagt, hier erstmalig ist hier die TV-Fassung mit enthalten in einem Mediabook von Kochfilms. Ja, die Dicke wieder, ihr seht hier schon, es ist nichts Berauschendes. Und ich frage mich immer wieder, warum kann einfach Kochfilms nicht 2 verschiedene Mediabooks machen? Einmal so eins, was sie immer haben, diese normalen Mediabooks, ist ja völlig in Ordnung. Wenn man die mag, ist okay. Aber man kann ja auch für die anderen, die eigentlich nur die großen Mediabooks sammeln, auch eine G1-Größe machen. Man kann ja 2 verschiedene Covermotive machen, wie man möchte. Und kann sich eben dann der Sammler selbst aussuchen, wie er es gerne haben möchte. Groß, klein, dick, ja. Ist ja alles möglich. Ja, aber auch diese Fassung wurde eben nur wieder in dem dicken, kleinen Mediabook veröffentlicht. Auch das Mediabook ist Amazon exklusiv. Und das war auch die Kaufentscheidung für mich. Ich möchte gerne die TV-Fassung sehen. Aber jetzt ist die Frage, hat auch die TV-Fassung, die amerikanische TV-Fassung, auch eine deutsche Tonspur? Und wenn das so ist, dann wird das Mediabook behalten, wenn nicht, dann kommt das auf jeden Fall wieder weg, weil dann kann ich auch die normale von Inkjet Pictures auch behalten. So, wir gucken uns das mal ganz hier mal an. Das Motiv schaut hier eben so aus, ist fast identisch zu dem Inkjet Pictures Mediabook, nur ein bisschen vergrößert. Und ich finde diesen Film wirklich richtig gut, hat mir sehr gut gefallen damals, also vor kurzem. Und hier mein 20-seitiges Booklet von Thorsten Hannisch drin. Und ja, der Film ist hier in einer Laufzeit von 124 Minuten dabei auf Blu-ray. Da sind es 121 Minuten, hier sind es 124 Minuten, vielleicht ist auch eine neue Abtastung. Ich sehe jetzt hier leider nichts, ob jetzt was Neues gemacht worden ist. Und wie gesagt, hier amerikanische Fernsehfassung auf Bonus-Disc. Ein Audiokommentar ist mit dabei, ein Making-of ca. 6 Minuten und auch hinter den Kulissen ca. 5 Minuten. Also nicht sehr viel Bonusmaterial dabei, aber es ist auch schon eine ältere Fassung oder ein älterer Film, kann ich auch verstehen. Und ja, dafür eben hier die amerikanische Fassung auf Bonus-DVD. Jetzt machen wir mal das ganze Ding hier mal auf und dann schauen wir uns mal dann das Mediabook an, was denn das noch sonst zu bieten hat. So, mal gucken. Oh nein, ich hab's zerrissen, voll Idiot. Den Aufkleber habe ich zerrissen, wie kann ich sowas tun? Ich heb doch immer alles auf, tun, da wird das so eine Scheiße. So, okay, mal gucken. Und auch hier, wie auch schon von einem anderen Mediabook, was ich erst vorgestellt habe, auch hier haben wir den FSK-Flatschen wieder auf den Mediabook draufgeklebt. Ich kriege das kalte Grausen. Wirklich wahr, also es ist für mich unverständlich. Wir probieren zwar auf abzugehen, aber es geht auch ganz gut ab. Da ist auch ein, ja, ein Hochglanz-Mediabook auch ist, geht es auch ganz gut ab. Hier erstmal eben dann kaufe jetzt, bezahle später. Dann eben hier die Einkaufstüte in
die Pappeinkaufstüte und hier eben dann im Hintergrund eben ein Frauengesicht und eine Hand, die aus der Tüte rauskommt. Dann hier im Schräg, was auch perfekt dazu passt, auf die Tüte raufläuft, Stephen Kings Needful Things in einer kleinen Stadt. Also schon mal sehr schön gemacht. Und das Blu-ray und das DVD-Logo. Also an sich ein sehr schönes Mediabook, wenn natürlich die Größe auch in Größe gewesen wäre. Dann haben wir eben hier in einer kleinen Stadt Needful Things. Da gab es ja auch Katzenauge, auch von Kochfilms. Die Mediabooks waren wieder ein bisschen dünner. Warum auch immer, warum kann man einfach mal eine Größe mal beibehalten? Ich kann es jetzt nicht ganz verstehen. Auch hier, auch die Artwork, auch hier passt auch perfekt eigentlich zu Katzenauge und dem anderen Film. Wolf of Tucker Mills, oder Werwolf of Tucker Mills, glaube ich, war genauso hier gestaltet auch. Und das war auch dünne Mediabooks, auch G2 Größe. Aber warum muss man hier wieder ein großes machen? Es ist für mich unverständlich, echt. Das ist für mich unverständlich, für Sammler einfach ungeeignet, ja, wenn man sowas haben möchte. Und hier eben dann die Inhaltsangabe zu dem Film. Der Druck allerdings auch hier sehr schön gemacht, auch schön scharf. Und hier ein bisschen Informationen über den Film noch. Und hier ein paar Szenenbilder, hier Extras. Und in dem roten Schriftzug hier steht eben dann der amerikanische TV-Fassung mit auf der Bonusdisc. Hier die Credits und hier im roten Bereich, was man ein bisschen schwer lesen kann, eben dann die technischen Daten noch, der Barcode. Und ja, das war auf jeden Fall schon mal das Mediabook von außen. Und jetzt gucken wir uns mal das Mediabook noch von innen an. Bis gleich. Jetzt sind wir in der Ego-Perspektive, nehmen wir das schöne Motiv von Needful Things mit dieser Plastiktüte oder Papiertüte auf jeden Fall, was sehr schön ausschaut, wie gesagt, ein Hochglanz-Mediabook ist das. Hier nochmal in der Schriftzug, hier nochmal die Rückseite und dann werden wir mal jetzt hier aufschlagen und da haben wir dann schon mal eben hier dann die Disc und hier haben wir eben dann die amerikanische Fernsehfassung und die werden wir dann gleich mal in den Player einlegen, damit ich dann sagen kann, ob hier auch eine deutsche Tonspur dabei ist oder auch nicht. Das meine ich natürlich auch höchstpersönlich noch. Dann haben wir eben die normale DVD noch hier zu sehen. Im Hintergrund, ja, sehr unspektakulär in einem extrem orangenen Hintergrundmotiv. Also da hätten wir auch wesentlich was Schöneres draus machen können, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich glaube, wir gucken mal uns das Inkjet Picture Mediabook mal an. Eventuell sogar das sogar Hintergrundmotive gemacht. Ich schaue uns mal kurz an. Hier schon mal das Mediabook und hier mit Poster. Und das ist doch schon mal ein schönes Hintergrundmotiv, wie ich finde. Also da, hier nochmal kurz das Einblick auf das Inkjet Picture Mediabook. Viel groß geschriebenen Text, bisschen Bilder dabei. Also auf jeden Fall mehr Bilder als Text wohlgemerkt. Viel mehr Bilder als Text. Ja, vom Textanteil ist es hier sehr wenig, aber auf jeden Fall schön gestaltet, wie ich finde, das ganze Mediabook. Und jetzt schauen wir uns dann mal nochmal das hier an. Also hier schon mal, haben wir hier schon mal, den Hintergrund ist schon mal sehr schwach. Hier eben auch schon die Einrisse schon von der Farbe her. Und hier alles in Orange gehalten. Kings Neuanfang, Notizen zum Needful Things. Eine ganz persönliche Angelegenheit, also hier schon mal auf jeden Fall mehr Text. Hier die Vorgeschichte, also das ist schon mal sehr schön. Aber auch hier hätte man auch ein schönes Hintergrundmotiv noch machen können, anstatt nur in Weiß zu halten. Auch die Motive sind jetzt auch nicht ganz so spektakulär. Hier das Buch, der Film. Also es wird auf jeden Fall sehr viel auf das Buch eingegangen und auch auf den ganzen Film eingegangen. Buch versus Film. Also hier muss ich sagen, das ist natürlich schon sehr viel Information in einem Mediabook. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil sonst brauchen wir ja kein Mediabook kaufen. Und hier dann die Rückseite noch, dann haben wir eben hier dann die normale Blu-ray. Ob die jetzt wirklich noch abgetastet worden ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ob die Bildqualität jetzt besser geworden ist als jetzt halt von der Inkjet Pictures Version. Ich schätze jetzt mal schon. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt eben noch keinen wirklichen Einblick dazu. Und hier, das war auf jeden Fall das Mediabook von innen. Also vom Inhalt her, vom Booklet her, wirklich sehr viel Information über den Film. Aber vom Aussehen her, von der Gestaltung her, finde ich es sehr, sehr schwach. Und ja, jetzt geht es mal kurz in die Ego-Perspektive, den Hauptschirm zurück. Und in der Zwischenzeit werde ich mir mal kurz die Disc mal einlegen und eventuell auch ein Bild davon machen, ob auf der Bonus-DVD von der amerikanischen Kinofassung oder Fernsehfassung auch deutsche Ton enthalten ist. Und bis gleich.
Ja, liebe Filmfreunde, das war das Mediabook zu Needful Things in einer kleinen Stadt und ich habe auch schon die amerikanische Fernsehfassung eingelegt und jetzt, passt mal auf, ich tue mir kurz ein bisschen Wischchen und dann kommt hier ein Bild eingefügt und was seht ihr hier, was könnt ihr lesen? Genau, Deutsch und die erweiterten Szenen sind mit deutschen Untertiteln unterlegt, also alles perfekt, sehr, sehr gut. Und habe auch mal in den Film mal kurz reingeguckt, wie der ausschaut in der TV-Fassung. Und es ist ein 4:3 Format, muss man leider sagen. Aber stört mich jetzt sehr wenig. Dafür ist das Bild auch wirklich trotzdem allem für eine DVD wirklich sehr scharf. Also ist gut überarbeitet worden und kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, jetzt wieder die Sache, lohnt jetzt die Neuanschaffung, ja oder nein? Also im Gegensatz jetzt natürlich zu dem Mediabook von Inkjet Pictures. Und wer dieses Label nicht unterstützen möchte, der muss auf jeden Fall das Koch-Mediabook holen, denn ich mag einfach dieses Label nicht mehr. Ganz ehrlich, es ist einfach ein furchtbares Label, aber das wird Ihnen natürlich wieder selbst überlassen. Und ja, trotz alledem, hier haben wir wirklich extrem viel Information über die Entstehung des Films als Buchanteil. Dafür natürlich die Gestaltung davon sehr, sehr mager, also so gut wie gar nicht, einfach nur so ein bisschen Text reingefügt. Aber wer halt eben mehr auf Informationen steht, der auf jeden Fall hier zugreifen und wie auch mal die TV-Fassung sehen möchte, mit deutschen Ton und Untertitel, dann auf jeden Fall auch hier zugreifen. Wer bloß die Kinofassung sehen möchte und auch auf die Ausstellung, also auf das Buch verzichten kann, der kann sich auch natürlich dieses Mediabook auch zulegen. Aber ganz ehrlich, wir unterstützen Inkjet Pictures. Also ich unterstütze Inkjet Pictures nicht mehr. Ich habe es jetzt zwar noch, ob ich es behalten werde, weiß ich jetzt noch nicht genau. Es schaut natürlich trotzdem sehr gut aus. Aber man muss halt trotz alledem sagen, schönes Teil, obwohl die Größe nicht passt. Vom Inhalt auf jeden Fall her, auch vom Film her, wirklich alles perfekt, auch vom Buchhandel her gut Aussehen her, das ist wieder seine eigene Sache, aber gut. Ja, das war's von mir zu Needful Things in der Koch-Mediabook-Version und wie gefällt euch das Mediabook? Möchtet ihr auch gerne die amerikanische Fernsehfassung mal sehen? Wenn ja, einfach in die Kommentare mal reinschreiben. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Video wieder. Seid gespannt, was als nächstes kommen wird.